Moin Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich bin wieder hier, euer Topo, und heute spielen wir wieder ein bisschen Euro Truck Simulator 2. Und zwar hatte ich jetzt eigentlich eben gerade gedacht, ich hatte noch eine Folge aufgenommen, aber leider hatte ich nicht auf den Aufnahme-Button gedrückt und deswegen sind wir die Tour nach Linz eigentlich relativ umsonst gefahren. Wir haben jetzt aber mittlerweile 17.000 Euro Guthaben und die Bank möchte uns ganz gerne Kredit geben. Das werden wir auch machen und uns einen LKW kaufen in dieser Folge. Sprich, diese Folge kaufen wir einen LKW und machen eine kleine Tour irgendwo Richtung Frankreich. Warum wir nach Frankreich fahren, das möchte ich euch aber auch erst auf der Tour erzählen. Wir werden uns hier für 100.000 das Geld nochmal pumpen bei der Bank und gucken jetzt bei den LKW-Händlern. Nehmen wir uns einen Renault. Ich besuche mal den Händler, auch wenn ich eigentlich lieber einen DAF tendiere. Gucken wir mal, was es hier noch gibt. Das ist alles ab Level 10. Das ist alles eigentlich relativ schwachsinnig. Ich denke mal, das ist auch relativ teuer. Den DAF, wir werden dann doch den DAF nehmen, den ich eigentlich sowieso wollte. Wir suchen zum Händler. Yep. Auch wenn er von der Spiegelform her, wenn ihr da oben wahrscheinlich, werdet ihr ja nicht mehr alles sehen können, aber da in den unteren Spiegel werdet ihr volle Granate sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt einen 105er nehmen oder gleich einen 106er. Also sprich den Euro 6er hier oder den anderen den Euro 5er. Der Euro 6er ist ein bisschen teurer, ist aber auch, glaube ich, ein bisschen besser, sage ich mal. Der hat jetzt 410, der andere hat 360. Also mit 360 PS komme ich gar nicht vorwärts. Ich denke mal, wir gehen jetzt hier rein und gucken mal nach der Ausführung, ob man das ein bisschen ändern kann. Das ist erst ab Level 8 kann man ein größeres Fahrerhaus. Das ist auch alles. Der Motor ist auch ab Level 6. Dann haben wir hier 12 Gang mit Retarder, ohne Retarder. Lassen wir mal ohne Retarder. Interieur ist eigentlich relativ egal. Schönes, ne, wir nehmen hier das Schöne, das reicht schon. Normalerweise könnten wir einen auch weiß-silber machen, aber ich denke mal, wir nehmen dieses Rot. Das reicht. Könnten wir zwar noch ein bisschen günstiger machen, aber das brauchen wir nicht unbedingt. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier, können wir auch noch keine größeren Felgen, da können wir auch noch keine anderen Reifen, da können wir auch noch nichts. Was können wir hier? Hier können wir zum Beispiel eingeben, wie wir heißen. Wir machen mal Tobro. Anwenden. Was haben wir hier noch? Einen kleinen Dachspoiler. Ein paar kleine Scheinwerfer können wir noch aufsetzen. Aber ich denke mal, den machen wir weg. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir haben das Topro-Schild dran. Die Felgen und alles müssen wir noch alles dann dementsprechend nochmal irgendwann machen. Ich würde aber sagen, das reicht erstmal so. Den nehmen wir so. Bestätigen. Und den kaufen wir auch so. So, der LKW steht jetzt bereit. Vollgetankt ist er auch. Und wir fahren mit unserem ersten kleinen LKW jetzt gleich vom Hof. 410er, DAF, Space Cab. Ist schon eine schöne kleine Maschine. Ich selbst fahre den ja auch. Habe ja jetzt einen neuen bekommen. Habe ich auch in der letzten Folge schon mal erwähnt. Und jetzt setzen wir uns rein und gucken mal gleich nach den Aufträgen. Nee, Schnellaufträge nicht. Wir gucken jetzt nach den richtigen Aufträgen. So, wir sind jetzt hier in Dresden. Von Dresden wollen wir in Richtung Frankfurt, in Richtung Frankreich. Prag ist nicht so schön. Dresden, Erfurt. Dann nehmen wir das hier, das wiegt weniger. Das nehmen wir gleich an und fahren gleich mal rüber. Das ist jetzt auch nur eine relativ kurze Strecke, sag ich mal. So. Jetzt aber. Denn
Warum möchte ich jetzt unbedingt Richtung Frankreich fahren? Ganz einfach, weil ich die Go West im Endeffekt, also die Entwicklung nach Westen, habe ich jetzt auch. Ich habe die jetzt wieder alle Erweiterungen, die es an Fahrstrecken gibt, die habe ich jetzt mittlerweile schon wieder. Und von daher möchte ich die mir natürlich auch ganz gerne angucken und möchte mit euch dahin fahren. Ich musste auch noch mal gerade kurz noch mal rüber gucken, ob die Aufnahme auch wirklich läuft, weil das ich eben gerade nicht aufgenommen hatte. Das fand ich dann jetzt eben gerade nicht ganz so geil. Aber gut, ich wollte eigentlich auch gerade so ein bisschen Pause machen, weil mir die Stimme auch schon so ein bisschen langsam anfängt zu kratzen. Aber egal, ich nehme das ja hier jetzt gerade wieder in Vorproduktion auf von. Jo, den nehmen wir an. Da ich ja wieder 2 Wochen mit einem LKW unterwegs bin. Und ich denke mal, ich werde das auch jetzt so einfügen. Das letzte Video wird bestimmt am Mittwoch gekommen sein. Und ich denke mal, dieses Video auch. Wird auch am Mittwoch kommen. Also, dass Mittwoch immer so ein Gaming-Tag wird. Erstmal. Bis das, um zu gucken, ob das auch bei euch ankommt. T. So, hochgekurbelt alles und wir können los. Ab geht's gleich. Jetzt mal nach links gucken. Ich spiele eigentlich ganz gerne mit Tastatur, weil man da noch ein bisschen besser gucken kann, so schneller gucken kann. Nach links und rechts. Ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme so alles so schön klar rüberkommt auch. Ich hoffe doch, dass es nicht irgendwie verpixelt oder sonstiges. Also schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare, wie das so rüberkommt, da ich ja meine Videos persönlich eher selten in 1080p mir angucke. Ganz einfach, weil es mir ein etwas zu hohes Datenvolumen aufkommen ist, wenn ich halt die Videos in 1080p streame und ich ja nur relativ überschaubare Daten habe. Das war knapp gerade mit der Bremse. Und irgendwie fehlt da vorne ein Spiegel. Ja. Vorne fehlt der Spiegel. Tatsache. Das ist eigentlich nicht möglich, weil eigentlich ist er vorgeschrieben. Und gerade beim 106er muss der schon dran sein. Wenn man 105er hätte, dann würde ich sagen, okay, vielleicht ist das noch ein ganz, ganz altes Modell, wo das noch nicht vorgeschrieben war. Aber eigentlich müsste der jetzt dran sein. Eigentlich. Wir müssen hier rechts. Jetzt habe ich dem PKW nochmal die Vorfahrt ein bisschen geklaut. Und ich hoffe, ihr seht da in dem Spiegel links wenigstens ein bisschen was. Ansonsten, wenn euch das mit der Facecam nicht gefällt, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ihr könnt auch gerne auch noch, nochmal, wiederholt nochmal gesagt, noch ein paar Themen reinschmeißen, worüber man sich so ein bisschen unterhalten kann, beziehungsweise worüber ich halt sprechen soll. Und dann gucken wir auch mal, was denn so für Themen aufkommen. Genauso wie auch am Ende der Folge, da werde ich wieder sagen bzw. zeigen, was wir denn für Touren da und da haben und werde euch dann ein paar Vorschläge machen und ihr könnt dann im Endeffekt entscheiden, welche Tour wir fahren. Das werde ich jetzt hier bei dieser Folge machen und dann im Endeffekt in der nächsten Folge wird es ja dann. Die dann kommt, wird dann im Endeffekt entschieden sein, wo wir dann hinfahren. Und darauf die Folge, weil ich ja die ja wieder vorproduzieren werde, werde ich dann wahrscheinlich selbst entscheiden bzw. selbst sagen. Da kommen wir dann aber später zu, wenn das wirklich soweit ist. Ich habe mich auch gerade hier so ein bisschen bequem hingesetzt, weil ich sitze jetzt schon auch schon einige Stunden hier vor. Aber ich denke mal, ich werde mal hier wieder ein bisschen hervorkommen, damit ihr mich auch vernünftig seht und nicht so dahin gefläzt, damit das auch alles so ein bisschen stimmig ist. Und der neue DAF, der geht eigentlich ganz gut ab. Das war böse. Oh, den habe ich ja richtig weggecatcht, ey. Oh. Die habe ich ja richtig weggecatcht, ey. 2% Schaden, das ist nicht schön. Den habe ich auch gar nicht gesehen, ne? Und die Bremsen sind auch wirklich schlecht. Das ist.
Aber ich muss mich wieder ein bisschen dran gewöhnen halt. Ist ja egal. So ein Unfall, das wird öfter mal vorkommen. Da sind mal wieder die Bullen. Also müssen wir ein bisschen langsamer fahren, ansonsten kommen sie wieder an und wollen wieder Geld haben. Und da wir das ja nicht unbedingt wollen, aber ein klein bisschen langsamer fahren. So, jetzt 80. Dann wollen wir mal C drücken. Das haben wir so eingespeichert. Und ich werde mal einen ganz kleinen Schluck aus der Flasche nehmen. Weil ich ansonsten sehr gleich, ja, mein Hals explodieren wird. So, jetzt sind wir auch schon wieder da. Weiter geht's. Dem kleinen Gameplay. Ich würde auch ganz gerne mal irgendwann mal vielleicht mal einen kleinen Livestream oder sowas machen. Das würde ich ganz gerne eigentlich mal irgendwann mal ausprobieren. Vielleicht kriegen wir das auch irgendwann nochmal hin, wenn ich nochmal genug Internet irgendwie zur Verfügung habe. Und dann können wir mal zusammen so ein bisschen live, so ein bisschen vielleicht Euro Truck Simulator, vielleicht auch irgendwas anderes spielen. Mal gucken. Das wäre eigentlich ganz cool. Würde ich mal ganz gerne mal so ausprobieren. Ich weiß auch nicht genau, ob jetzt auf YouTube oder auf Twitch, aber ich tippe mal so auf YouTube so einen kleinen Livestream. Mal sehen. Könnt ihr auch mal gerne reinschreiben, ob ihr sowas cool finden würdet und ob ich das ruhig so mal machen soll oder ob ihr, naja, das eigentlich relativ egal ist. Und wenn ihr das cool findet, wann ihr denn da seid, also wann man das machen sollte oder könnte. Das wäre, denke ich mal, auch ganz cool. Auch wenn nicht unbedingt Euro Truck Simulator nebenbei. Ich glaube, das wäre nicht ganz so geil, weil, man, gucken zum Nachlesen, was ihr denn so schreibt. Weiß ich nicht, ob das denn so geil ist beim LKW-Fahren. Und ich werde gerade überholt, weil ich nur 82 fahre. Aber was soll's? Ich habe keine Lust, hier noch mehr zu bezahlen an Strafe. Der setzt sich gleich hundertprozentig so dicht vor mir, dass ich hundertprozentig bremsen muss. Nee, doch nicht. Ja, normalerweise überhole ich ja, aber da wir momentan nicht so viel Geld haben, möchte ich eigentlich ganz gerne das vermeiden. Dass ich irgendwie hier geblitzt werde oder so. Und wir sehen, er hat ja auch schon wieder abgebremst hier. Nichtsdestotrotz, schöner LKW, so wie es ist. Aber normalerweise ist, Sekunde, jetzt mache ich nochmal einmal kurz. Normalerweise ist da oben aber eine Dachluke. Die fehlt hier. Also halten wir fest, es fehlt der Spiegel, der Rampenspiegel für vorne. Und es fehlt oben die Dachluke. Es wurde wohl eingespart. Und ansonsten sieht das hier, ja, sieht das hier eigentlich relativ genauso aus wie bei mir im DAF im Endeffekt. Na gut, ich habe keine Holzarmaturen, muss ich auch dazu sagen. Aber das habt ihr vielleicht gesehen, wenn ihr mir bei Instagram folgt, dann werdet ihr das ja vielleicht gesehen haben. Da habe ich auch nochmal ein Foto von gemacht, wo ich den LKW im Endeffekt komplett eingeräumt hatte, wie das denn von innen aussah. Wenn nicht, könnt ihr da auch gerne dran vorbeigucken. Dran, drin, rum, dran, wie auch immer, vorbeigucken. Und dann könnt ihr auch sehen, wie der denn so im Endeffekt in so einem LKW aussieht. Ich habe mich da im Endeffekt aufs Bett drauf gesetzt und habe da nochmal ein Foto von gemacht. Ich kann auch nochmal ein kleines Video dazu machen. Mal sehen, würde mich vielleicht auch nochmal interessieren oder was heißt interessieren, nochmal ganz cool finden, wenn ich davon ein Video machen würde. Ich habe auch noch ein gigantisches Projekt auch nochmal am Laufen. Das ist ja im Endeffekt mein Motorrad, was ich gerade aufbaue. Da kommt auch definitiv ein etwas längeres Video zu von. Und ich jetzt muss mir mal kurz abbremsen. Ein bisschen mehr abbremsen, damit wir hier rüberkommen. So, hier müssen wir rüber. Weil der mich gerade überholt hat und ich keine Lust hatte, in die andere Richtung zu fahren. Das ist hier A9 Nürnberg, also Richtung Berlin, wenn wir ansonsten gefahren. Und darauf hatte ich ehrlich gesagt keine große Lust. Da müssten wir eigentlich auch schon bald da sein. Das müsste das Hermsdorfer Kreuz gewesen sein. A4, A9, ja, müsste Hermsdorf gewesen sein. Und das würde heißen, dass wir jetzt im Endeffekt Jena hier hinten lang fahren.
Jena, dann wäre Weimar und dann wäre Erfurt. Und das ist eine richtige Strecke über ein paar richtige Berge, diese aber mittlerweile schon alles so ein bisschen durch Tunnel und alles, wie sage ich dazu, angeflacht haben. Und wir sind viel zu schnell unterwegs und jetzt haben wir wieder viel zu stark gebremst. Das ist, manchmal bremste einfach zu stark, bremst er dann runter, und manchmal bremst er echt zu schwach runter. Das ist ganz komisch, ist das. Und dann wollen wir nachher gucken, dass wir in Erfurt noch ein paar schöne Touren hinkriegen. Gehen wir mal wieder auf 82, machen den Tempomaten rein. Und dann können wir hier langsam hier rumfahren. So. Wieder der zweite Tanker. Normalerweise fahren gerade diese Tanker da vorne, die Gefahrgutbomber, die fahren, ich sag mal, im Höchstfall 80, und das war eine sehr gute Idee, dass ich nur 80 fahre, weil schon wieder die Bullen im Endeffekt links neben mir sind und mich schon wieder im Endeffekt überholen wollen oder überholt haben. Wäre ich jetzt schon wieder, hätte ich jetzt schon wieder hier lang geheizt, dann hätte das schon wieder Geldstrafe ge gegeben. Und das wollen wir ja nicht unbedingt. So, er fährt auch nach Erfurt, wir auch. Sind wir auch gleich da? Das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen längere Folge gewesen sein. Merkt ihr das? Zum Anfang bremst er fast gar nicht und dann nachher, wenn er dann nachher bremst, dann bremst er volle Granate runter. Das ist ganz, ganz komisch. Jetzt haben wir noch knappe 10 Kilometer. Denk mal. Wir werden jetzt die Tour abgeben und dann werden wir auch, ja, gehen wir dann schon in Pause. Ich denke mal, wir werden dann schon gleich in Pause gehen. Ich versuche die jetzt nochmal zu überholen hier. Ja, das wird nur der eine. Den anderen schaffen wir nicht mehr. Jetzt nur noch 50. Der scheiß PKW hier neben mir ist der gedacht. Das ist wie in Wirklichkeit. Über uns regen sie sich auf, wenn wir mal ein bisschen umherschleichen, sag ich mal, uns gegenseitig überholen und das ein bisschen länger dauert. Aber wenn die PKW-Fahrer, manche PKW-Fahrer einen LKW überholen, das dauert dreimal so lange. Aber wirklich okay, war sie wohl doch schon wieder rot. Aber wirklich ungelogen. Ungelogen. So eine Mittelspurschleicher oder sowas. Wenn ich schon merke, dass selbst die LKWs schneller sind als ich, dann mache ich irgendwas verkehrt. Aber ganz gewaltig. Ne? Also man kann zumindest schon so schnell fahren wie die LKWs. Zumindest kann man sich da irgendwo einen LKW raussuchen und mit Sicherheitsabstand, wohl bemerkt, mit Sicherheitsabstand hinterherfahren. Wenn ihr keinen Sicherheitsabstand haltet, wird euch der LKW die Hölle heiß machen. Weil ich persönlich kann es nicht ab, wenn mir jemand hinten am Auflieger klebt. Das geht gar nicht. Da kriege ich, ja. So. Da kriege ich die Pest im Endeffekt. So, Eingabetaste. Dahin. Dahin. Nö, für 40 können wir dahin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir ja ganz gut hin, denke ich mal. Fahren wir jetzt hier rein. Wann steht da ein Männchen? Der telefoniert, okay. So. Dann müssten wir eigentlich jetzt das perfekt treffen. Müssen wir eigentlich nur ein bisschen langsamer gucken. Ja. Auffliegerstützen werden ausgefahren. Gut. Ergebnis anzeigen. 2,3% Schaden. Das gab wieder Geldstrafe. Stufe 3 sind wir auch noch geworden. Mann, Mann, Mann. Dann gehen wir mal auf Spritsparend. Eine neue E-Mail haben wir auch. Ja, alles gut. Und dann gucken wir uns mal die Auftragslage an. Von Erfurt nach Dortmund.
Frankfurt, Dresden zurück, Dresden auch wieder zurück. Ja, dann würde ich sagen, entweder nach Dortmund oder nach Frankfurt. Welche Frankfurt-Tour ist eigentlich, ja, ist eigentlich relativ egal. Also entweder Dortmund oder Frankfurt. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt in Pause. Oder ich gehe nicht in Pause, weil ansonsten sind die Touren weg. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein von diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch da lassen. Und ansonsten geht das hier zu meinem Kanal. Und unten ist nochmal ein kleines Video für euch. Also, haut rein. Bis die Tage. Ciao.